Hallo, ich bin in Wiesbaden und möchte euch den Nassauer Hof vorstellen. Ein Hotel hier am Kaiser-Friedrich-Platz 3 bis 4, direkt hinter mir gelegen. Hier schräg gegenüber ist das Kurhaus, da haben wir auch ein Video zu gemacht. Es ist ein sehr großes Hotel, auch ein sehr schönes Hotel. Und wir treffen uns gleich mit Thorsten Sander, dem Hoteldirektor. Der führt uns durchs Hotel und zeigt uns die einzelnen Räume. Also bis gleich. Okay, hier ist der Eingang, hier bekommt man vom Concierge. Hallo, guten Tag. Die Tür aufgemacht. Hier gehen wir nochmal rein. Und da begrüßt uns Thorsten Sander. Hallo Thorsten. Hallo. So, komm direkt neben mich. Gerne. Damit man auch dich gut sieht. Sehr gut. So, es ist ein sehr großes Hotel, was ihr habt. Wir müssen viele Wege laufen, also wir werden ein bisschen schneiden in dem Video. Und fangen mal an mit der Ente. Ja. Einem eurer Restaurants. Gerne. Die Ente kennt man schon lang. Erzähl mal kurz was zur Ente. Es ist seit 33 Jahren das Gourmet-Restaurant mit Michelin-Stern in Wiesbaden. Okay. Wir sind sehr stolz auf unseren jetzigen Küchenchef, der auch gleich schon da ist, der Michael Kammermeier. Hallo Michael. Hallo. Wir begrüßen auch unseren Wirtschaftsdirektor, den Jan Jollers. Hallo, hallo. Zeigen wir mal die Räumlichkeiten ganz kurz. Ja. Schöne Decke hier oben. Ja, wie gesagt, ja, alte Deckenmalerei, die das Thema Ente wieder aufnimmt, der Ententeich. Mhm. Und draußen habt ihr eine Terrasse, die im Sommer geöffnet ist. Genau, sehr schön, weil wir das Fenster, was wir jetzt im Bild haben, versenken können. Das versinkt im Boden und man kann dann halt da so einen ebenen Eingang raus auf die Terrasse oder ins Restaurant, kann an der Bar ein bisschen sitzen oder auf der Terrasse bei Sonnenschein ein Glas Wein und die exzellente Küche von Michael genießen. Würde ich sagen, gehen wir mal durch die Lobby. Genau, hier vorne war der Eingang. Kommen wir auf die Orangerie Bar, das zweite Restaurant bei uns im Haus. Ihr habt hier einen Pianospieler gerade? Ja, jeden Tag Live-Musik. Sehr schön. Begleitet uns durchs Mittags- und durchs Kaffeegeschäft. Mhm. Und dann sind wir eigentlich auch schon im Restaurant Orangerie. Das heißt, die Orangerie ist das Restaurant, wo man zu Abend essen kann bei euch, wo man aber auch frühstückt. Genau, das Restaurant Orangerie ist das Restaurant, in dem wir alle Servicezeiten abfahren. Wir haben Frühstück, das Mittagsgeschäft, genauso wie ein Kaffeegeschäft und gerne das Abendessen, gerne auch bei Candlelight. Okay, hier ist jetzt die Bar. Ja, wir gehen mal rein. Ich mach mal mit auf. Wir haben, unsere Bar ist eine Smokers Bar. Wir sind Partner mit Davidoff Cigars. Ja, haben auch hier abends Live-Musik. Immer ab 21 Uhr ist wöchentlich wechselnd ein anderer Pianist im Haus, der immer ein Monatsarrangement hat. Okay. Ja, eine tolle Whisky-Auswahl im Haus. Wenn du ein bisschen nach rechts schwenkst, haben wir auch noch einen Kamin, der natürlich momentan nicht an ist, aber sobald es die Wetterlage wieder erlaubt, kann man hier auch einen schönen Kaminabend bei einem Glas Cognac und einer schönen Zigarre verbringen und den Abend schön auschillen lassen. Okay. So, wir sind jetzt hier im fünften Stock, glaube ich. Genau, oder? Fünften Stock des Nassauer Hofs. Wir sind in unserer Spa-Bereich. Mhm. Zu unserer Linken haben wir unsere Trainingsfläche. Genau. Und wenn wir hier jetzt rechts ums Eck gehen, kommen wir zu unserem Pool. Wir haben eine eigene Thermalquelle, bereiten das Wasser auf, sodass der Gast auch länger als eine halbe Stunde bei uns im Pool verweilen kann. Ja, wir befinden uns jetzt bei unserem Pool im fünften Stock mit wunderschönem Blick über die Stadt Wiesbaden. Mhm. Unser Poolbereich ist für Hotelgäste natürlich frei zugänglich. Wir haben aber auch einen Pool-Club, sodass man Mitglied werden kann und auch als Außerhausgast bei uns zu Gast sein darf. So, wir sind jetzt hier im vierten Stock und schauen uns eine Suite an, richtig? Ja, wir gehen in die 423. Gehen wir da mal rein. Eine unserer Royal Suiten. Wir haben 159 Zimmer, davon 24 Suiten. Unsere 159 Zimmer sind aufgeteilt in drei Kategorien. Superior, Deluxe und die Suiten. Genau, und Deluxe haben wir uns kurz angeschaut, das können wir einblenden. Genau, Deluxe schauen wir uns gleich das Zimmer 110 an. Leider haben wir in der Superior-Kategorie momentan nichts frei, was uns in die glückliche Lage versetzt, weil wir sehr gut gebucht sind. Hier oben habt ihr auch einen sehr schönen Ausblick. Und erzähl nochmal kurz, ihr habt auch Konferenzräume, haben wir uns zwei angeschaut? Ja, wir haben im Haus Konferenzmöglichkeiten bis 350 Personen. Mhm. Wir haben den Raum Jawlensky als Beispiel mit so 120 Personen. Dazu haben wir eine schöne Lounge, heißt bei uns Metternich Lounge, angelehnt an die an Metternich hier in Wiesbaden, die man als Breakout Room nutzen kann oder für kleinere Tagungen oder Vorstandssitzungen. Wirklich sehr, sehr schön. Vielleicht schauen wir uns den noch an. Okay. Der Nassauer Hof in Wiesbaden. Dankeschön. Gerne. Tschüss.